Wir fahren gerade nach Klagenfurt, zweites Relegationsspiel, das Rückspiel zwischen SK Austria Klagenfurt und SCSV Pandorf. Es wird natürlich ein Video geben, deswegen habe ich ja diese Kamera damit. Und ja, es wird spannend. Psst. Ich weiß noch nicht, ob es offiziell ist, aber es gibt einen Livestream. Livestream von dort für euch zu Hause. Daumen halten für die Regionalliga Ost. Wir sind in Klagenfurt angekommen, da irgendwo ist ein Stadion rechts neben uns und der Beachvolleyballplatz. Filmen wir da mal kurz hinaus. Das ist das Gärtner Stadion. Ja, kann man lassen, würde ich sagen. Das ist zumindest schon mal Bundesliga Live. Jetzt brauchen wir nur noch den Eingang finden, beziehungsweise dort, wo die Kollegen sind von Schadefahr. Da ist keiner. Na, ich bin gespannt. Hallo und willkommen im Kärntner Stadion. Viel mehr sehen wir noch nicht. Medieneingang. Da sind wir mal definitiv richtig. Und dann schauen wir weiter. Unsere Jungs sind auch da. Carlo. Alles in Ordnung. Hallo, Rafi. Auch da. Haben wir das Auto zugesperrt? Ja. Bist du sicher? Ja. Ich nehme ihn nicht. Ich schau. Okay. Dann sagst du mal nach. Fahren wir jetzt zum Billardspielen. Ab zum Billardspielen. Ein bisschen mal relaxen, ja. Wir, glaube ich, können auf Ebene 2. 2? Ja. Oder 3. Schauen wir mal. Oder wir wissen es nicht. Gut ist, dass wir schon alle unsere Akkreditierung haben. Gut ist, dass der Markus ein Handy-Update hat. Das finde ich ist noch besser. Das ist nämlich eines der besten Dinge überhaupt. So, jetzt müssen wir das Kabel dann noch von dem Mikrofon wegnehmen, weil sonst rauscht wieder alles. So wie im letzten Video. Aber wir checken die Lage. Nein, stopp! Warte. Carlo ist Billardspiel. Nein, ich gehe raus, weil der nächste Platz im ersten Rang ist. Da kannst du die Stelle. Der erste Rang ist ja nicht Billardspiel. Ebene 2 Stadion Publikumsbereich. Das könnte der erste Rang sein. Das könnte der erste Rang sein. Wir machen jetzt einen auf Überwachung. Ja. Ich fühle mich überwacht. Fühlst du dich überwacht? Zu mir deine Verlangen. So, was gab's bei Gwin? Rafi. Pandorf natürlich. Carlo? Voll Pandorf. David? X. Immer STP. X. Ganz egal. STP war alles. STP war alles. Gewinnen sollte meiner Meinung nach mal niemand. Das weiß auch nicht. Oh, grüß Gott. Da wird gerade alles aufgebaut. Der Fenster ist gerade da. Ja, wo ist Schadefahr? Da? Das ist Ketchup. Was Ketchup? Ketchup und Senf, jede Menge. Hallo, servus. Servus. So. Ich komme gerade vor wie in meinem Vlogs von Madrid. Vlogs Madrid, aber ein bisschen anders ausgeschaut, aber herzlich willkommen in Klagenfurt. Übrigens, eins, was ich nie verstehen werde, nie in meinem ganzen Leben, das. Kiosk. In Österreich? Kiosk? Ist das euer Ernst? Kiosk? Das ist der deutsche Baumeister gemacht, oder was? Deutscher Innenarchitekt hat Kioske in die Klagenfurter Arena gemacht. Warum auch immer. Seid ihr auch aus Deutschland, als ihr so lacht? Seid ihr auch, nein, sind nicht aus Deutschland. Warum steht da überall Kiosk drauf und nicht Kantine oder Buffet? Und deswegen steht Kiosk drauf. Weil wir in Österreich sind. Ja, in Kärnten ist so ziemlich alles anders, so wie es ausschaut. Kiosk. Nichts gegen die Deutschen. Nicht falsch verstehen. Aber Österreich ist Österreich, bleibt Österreich, wird Österreich immer sein. Das ist genau das gleiche wie auf den Skihütten, kennst du das? Wo dann steht Hamburger oder so irgendwas und du kriegst ein verschiedenes Label. Ich verstehe es nicht. Warum? Warum macht man sowas? Ich weiß es nicht. Kann man irgendwer sagen, warum der Kiosk steht? Deutscher. Carlo, was heißt Buffet auf Italienisch? Buffet. Buffet. Na, oder Polnisch? Buffet. Na, in Österreich, in Kärnten heißt es Kiosk. Warum? Ich halte es noch immer nicht aus. Gut, ich werde jetzt mal eine Runde weinen im Eck. Und
das verkraften irgendwie und melde mich dann gleich wieder. Wahnsinnig laute Musik, eben Klang von der Stadion und dann sieht man da hinten oben. Herzlich willkommen zum Endspiel, sagen sie. Herrliches Stadion, ein Rundumblick für euch, extra. Tageszeit. Stadion ist schon live, oder Marco? Wie sind die Leute so da? Herrlich? Marco, machen wir vor dem Spiel auch noch Interviews? Also um 10 Uhr. Dann gehen wir uns umziehen. Und das Auto wegparken, weil da dürfen nur Spieler stehen. Wir nicht. Dann geht's zu den Kabinen. Katakomben. Schaut ganz fein aus da eigentlich. Und, wenn mich nicht alles täuscht, kommen da jetzt gerade die Panda fahren. Grüß euch! Hallo! Servus! 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 Das Wichtigste musst du fotografieren. Herr Busfahrer! Ein Hoch auf unseren Busfahrer! Servus! Das erste Interview geführt mit dem Gerkaner, der jetzt noch im Tor gestanden ist, ohne Handschuhe, weil ja schon dreimal gewechselt wurde in der Verlängerung. Danach ein Foul von Stefan Krell, dort auf Rot und 11 Meter. Ecke hat er erraten, aber mehr leider nicht. Pandorf also weiterhin in der Regionalliga Ost. Und deswegen wird es nächstes Jahr so richtig spannend werden. Und jetzt schauen wir mal darüber, wie damit die Spieler so abgeht. Und da wird gefeiert. Bis zum Unfall. Hey! Unser Goal! Unser Goal! Hey! Hey! Unser Goal! Unser Goal! Hey! Hey! Unser Goal! Unser Goal! Hey! Auf Insta ist alles vorbei. Verabschieden noch schnell. Auf YouTube. Auf YouTube schaust du das auch. YouTube. Ich hab so viel Daten. Fladerst du, das bist ja eh Pole, oder? Genau. Vorwürfe, Vorurteile. Gut, außer Klagenfurt auf alle Fälle jetzt Geico, erste Liga. Und alles fertig, alles ready. Eigentlich wäre ich jetzt bereit für eine Abmoderation, aber ich habe es noch nie gemacht, deswegen mache ich es jetzt auch nicht. Viertel.